Allô? Allô, Régie? Ist das hier jetzt stabil? Sind wir online? Okay, ich denke, wir sind online. Jo, also, wie wir wissen, meine Damen und Herren, wenn man eine dieser chronoplasmatischen Verwerfungen nutzt, um nur einen kurzen Zeitsprung rückwärts zu machen, dann ist das immer so eine Sache. Aber es hat geklappt. Und ich funke das jetzt mal rüber vom Gelände des John F. Kennedy Space Centers drüben in Florida vor 50 Jahren. Wir haben den Mond zum Ziel gemacht, nicht weil es leicht zu erreichen ist, sondern gerade weil es schwierig ist, hatte Ex-Präsident Kennedy ja bereits 1961 gesagt. Und wie wir wissen, meine Damen und Herren, wer in diesen Kreisen Schwierigkeiten macht, der wird erschossen. Jedenfalls, und nach etlichen Vorläufern im Apollo-Programm, das ja extra für die Mondlandung ins Leben gerufen wurde, stehe ich jetzt hier auf der Pressetribüne unter 1000 anderen Radio- und Fernsehleuten und mir läuft der Schweiß in Hemd und Hose. Dort hinten ragt vor einem grünlichen Himmel, der übrigens völlig frei von Vögeln ist. Also nicht ein Flamingo ist hier in Sicht. Dort ragt die mächtige Saturn 5 Trägerrakete empor und funkelt in der Sonne. Das ist, selbst auf diese Entfernung hin, wegen des Sicherheitsabstandes, das ist ein gewaltiger Anblick. Das ist Potenz pur, die sehr wohl die Verbrechen der USA in Vietnam und ihr Versagen in anderen Fragen, der des Rassismus zum Beispiel, zu kaschieren, in der Lage ist. Wie diese Wahnsinnsrakete durchaus aggressiv und vor Erwartung zitternd jetzt hier dasteht und wie es aus ihren Ventilen brodelt und zischt, meine Damen und Herren, das kommt nicht nur im Kontext der momentanen Weltlage beinahe wie eine Drohgebärde und wie eine Machtdemonstration von diesem Richard Nixon rum. Es ist ein kalter Krieg, der hier brodelt. Ein kalter Krieg, na klar, und das hier ist als Warnung zu verstehen. Seht her, wir schaffen das Unmögliche und wenn wir tatsächlich wollen, okay, ich höre gerade, das Warten hat ein Ende. Der Kollege im Kontrollzentrum hat mit dem Countdown angefangen. Oh ja, verdammt. Der hat ja schon fast runtergezählt. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, hey, verdammt, das ist der Urknall. All engines running. Und dann haben wir viel die Ohren weg. Wahnsinn, oh mein Gott. Lift off. We have a lift off.
1990, meine Damen und Herren. Das ist der Urknall. Das ist so total. Das ist so total brutal. Oh mein Gott, das entstammt sicher dem Herbst der Finsternis. Oh mein Gott, Wahnsinn. Ohne irgendeinen Abdruckabsorber auf dem Feuerschweif der Saturn 5 halten, bis zum Anschluss und dem Knicken ihrer Genicke und dem Abwerfen der ersten Stufe. Dann kann Apollo 11 enden.